Tja, cool. Irgendwo in der Nordsee. Oh, was war das denn? Ich werde vom Barkeeper beschossen, der in einem Hubschrauber davonfliegt, bevor eine gigantische Monsterwelle das Schiff verschlingt? Habe ich das jetzt geträumt? Warum schießt der Typ auf mich? Und wusste er von der Welle oder hat ihn der Hubschrauber rein zufällig genau im richtigen Moment aufgelesen? Wohl kaum. Schließlich hat er schon die ganze Zeit vom drohenden Weltuntergang und der Errettung durch diese Puritas Cordis-Sekte geschwafelt. Was hat das alles zu bedeuten? Bei Poseidon. Wenn ich mich hier so umschaue, dann habe ich aber offenbar jetzt erstmal ganz andere Probleme. Das Schiff ist zwar noch nicht gesunken, aber da es von der Welle umgekippt wurde, scheint dies wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ich muss hier raus, und zwar schleunigst. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, geplant war das Ganze nicht so. Ich dachte, die letzte Folge ist ein bisschen länger, deswegen wundert euch nicht. Ich habe dann beide Folgen zusammengeschnitten, denke ich mir mal. Die ist tatsächlich dann wohl sehr lange, nehme ich mal an, aber damit das Ganze thematisch so ein bisschen, ja, zusammenhängt. Ich bin auch gerade wieder mal überlegen. Moment, genau, dieser Typ hat sie reingezogen, als der andere auf sie geschossen hatte. Der arme Kerl sieht ziemlich erschlagen aus. Ich kann nur hoffen, dass er fit genug ist, damit wir noch rechtzeitig von dem sinkenden Schiff entkommen können. Oh, was? Wo bin ich? Wir befinden uns auf einem umgekippten Schiff, das jede Minute sinken kann. Und sie wurden von einem tonnenschweren Stahlträger eingeklemmt. Aber keine Sorge, ich lass mir schon was einfallen. Ich soll mir keine Sorgen machen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Gutes Argument, aber ich finde sicher einen Weg hier raus. Sie haben mir das Leben gerettet und ich schulde Ihnen was. Danke, aber ich bin nicht ohne Grund an Bord. Sie erinnern sich an den Vorfall im Hafen? Der Mann, der tödlich verunglückt ist? Genau. Er muss Ihnen kurz zuvor einen Brief zugesteckt haben. Ich habe aber keinen Brief. Und in unserer Situation gibt es sicher Wichtigeres, worum wir uns kümmern sollten. Wir müssen hier raus. Was glauben Sie, warum hier an Bord so merkwürdige Dinge passiert sind? Was glauben Sie, warum Leute sterben mussten? Vertrauen Sie mir, es ist wichtig. Ohne dieses Dokument werde ich das Schiff nicht verlassen. Sie müssen diesen Brief finden. Okay, wir müssen einen Brief finden. Das sind die Bongos, die wir den Jungen abgenommen haben. Die ganzen anderen Sachen haben wir hier auch noch drin. Sehr gut. Ich hoffe, hier geht's raus. Und zwar raus in die Freiheit, nicht raus aus dem Leben. Was ist denn das für eine Büste? Mit einem komischen Kopf drauf, okay? Eine Büste, von wem auch immer. Nein, nicht umdrehen, ich wollte nur gucken. Ich hab doch nur aus Versehen geklickt. Da ist die Zwischendecke aufgebrochen und der Teil eines Stahlträgers ist nach unten gefallen. Mal so nebenbei bemerkt, stehen wir hier auf dem Kopf? Ja klar, wieso stehen wir auf dem Kopf? Also selbst wenn das Schiff gesunken ist, das sinkt doch nicht mit dem Kopf voran. Es gibt keinen kompletten Durchbruch in den Raum darüber. Es ist nur ein Teil der Decke zwischen den beiden Ebenen aufgebrochen. Dahinter ist Wasser. Daher mein Vorschlag, ich lasse die Tür zu, bleibe wo ich bin und das Wasser tut es auch. Fairer Deal, finde ich. Na gut. Der Aktenschrank ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Nein. Ich habe natürlich nirgendwo auch nur einen Hinweis auf eine Zahlenkombination. Eine Büste, von wem auch immer. Um die Schubladen öffnen zu können, muss man zuerst den richtigen Zahlencode eingeben. 1, 2, 3, 4. Mal sehen, ob das die richtige Kombination war. Da tut sich nichts. Scheint wohl der falsche Code gewesen zu sein. Nee, wirklich? Ich habe mir nur gedacht, probierst es einfach mal aus. Ein Bild von der Schiffstaufe. Aha. 7.4., also 7475. Dann probieren wir das doch mal.
7475. Um die Schubladen öffnen. Ja. 7 4 7 5. Mal sehen, ob das die richtige Kombination war. Ich glaube, das war richtig. Entweder bin ich ein richtiger Fuchs oder das war einfach zu einfach. Der Schein kann trügen, aber ich würde mein Quietscheentchen verwetten, dass dies eine Schublade ist. Echt? Die Schublade ist leer, aber zumindest kann ich sie als provisorische Treppe verwenden, um an die obere Luke zu kommen. Ah, okay, dann gucken wir nochmal kurz hier. Dahinter ist Wasser. Okay. Daher mein Ja. Ein massiver Stahlträger. Der Stahlträger ist viel zu schwer, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel anheben könnte. Also müssen wir auf jeden Fall nach oben. Haben wir denn irgendwas noch nicht angeklickt, tatsächlich? Das Rohr sieht ganz schön mitgenommen aus. Oben ist ein großes Loch drin und weiter unten ist ein Verbindungsstück abgerissen. Im Rohr selbst kann man ganz unten noch etwas Öl schimmern sehen. Sieht ziemlich stabil aus. Mit rausreißen ist wohl nichts. Hm. Ein Hebel zum Steuern des Schiffes. Links steht volle Fahrt voraus und rechts volle Kraft zurück. Im Moment steht der Hebel aber auf Stopp. Mhm. Im Moment steht der Hebel auf Stopp. Ich könnte ihn entweder auf volle Fahrt voraus oder auf volle Kraft zurückstellen. Bringt mir wahrscheinlich gerade beides nichts, weil ich vorher was anderes machen muss, nehme ich mal an. Volle Fahrt voraus. Im Raum über mir scheint sich was bewegt zu haben. Oder vielleicht auch du? Da oben ist also auch noch eine Luke. Das ist eine Luke und das ist ein Loch. Brauchen wir das auch noch oder kommt die schon so da hoch? Die klemmt. Okay. Ich könnte auf die Schublade steigen und so die Luke erreichen. Bevor ich sie aufmache, sollte ich mich aber vergewissern, dass dahinter kein Wasser ist. Sonst dürfte es hier unten ungemütlich feucht werden. Es gibt keinen kompletten Durchbruch in den Raum darüber. Es ist nur ein Teil der Decke zwischen den beiden. Ja, ist ja schön. Du sollst ja nur da hochgehen. Die klemmt. Wie soll die sich denn vergewissern, dass da... Die ist zu. Der Weg durch die Luke könnte aber unsere Rettung sein. Wie will die sich denn vergewissern, dass da kein Wasser drin ist? Ich könnte auf die Schublade steigen und... Warum machst du es dann nicht? Die Schublade ist leer. Ich würde ja glatt die großartige Aussicht bewundern, wenn das umgekippte Schiff nicht jede Sekunde sinken könnte. Sollen wir? Aber wenn wir jetzt da was kaputt machen, das wäre doch auch Blödsinn, ne? Die sind beim Sturz wohl auseinandergebrochen. Aber die Trommelfelle sind heil geblieben, sodass man vermutlich sogar noch darauf spielen kann. Oder... Es wäre aber dumm, wenn da Wasser drin ist. Oh oh. Hat sich hohl angehört, also ist wohl kein Wasser dahinter. Ach so, okay. Ich dachte jetzt schon, die macht das kaputt. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt rauskommen. Viel ist von der schnuckligen Lobby aber nicht übrig geblieben. Das ist die Leiter nach unten. Früher war das wohl mal eine Leiter. Ja, heute sieht es nicht mehr danach aus. Man kann von hier aus erkennen, dass sich die Kette oben um die Antriebswelle des Schiffsmotors gewickelt hat. Das hat vermutlich auch das merkwürdige Geräusch verursacht, als ich unten an diesem Hebel gezogen habe. Okay, sie hat einfach mal so ein Stück von der Kette mitgenommen. Ja, auch nicht schlecht. ja, jetzt kann ich natürlich leicht hinter den Tresen kommen, ne? Ein bizarrer Anblick.
Sämtliche Unterlagen, die mal da drin waren, haben sich über den Boden verteilt. Da werde ich nichts mehr finden. Jede Menge Papiere. Glaub zwar kaum, dass ich den gesuchten Brief hier finde, aber so kann ich meinen Lebensretter vielleicht wenigstens davon überzeugen, dass es sinnlos ist, danach zu suchen. Ich habe mein Reiseticket gefunden und wie erwartet keinerlei... Oh, doch! Dann stimmt es tatsächlich und der Mann im Hafen hat mir wirklich einen Brief zugesteckt. Allerdings ist das Dokument voller kryptischer Zeichen. Damit kann ich wenig anfangen und die beiliegende Skizze ist auch nicht viel aufschlussreicher. Okay. Mein Reiseticket mit dem geheimnisvollen Brief, der mir im Hafen zugesteckt wurde. Allerdings stehen in dem Brief nur jede Menge Ja. Eigentlich würde ich mir das mal angucken, aber das möchte sie offenbar nicht. Metallstange, die hilft uns natürlich unten auch nicht viel weiter. Diese Metallstange hat wohl früher mal als Leitersprosse gedient. Mhm. Okay. Moment. Ich war noch nie ein großer Fan von Aquarien und das ändert sich auch jetzt nicht. Durch den Riss dringt bereits Wasser ein. Ich kann nur beten, dass sich der Riss nicht vergrößert, sonst... Aber daran möchte ich lieber gar nicht denken. Den abzudichten wird wohl kaum klappen. Dazu ist der Druck zu groß. Das ist die Frage. Haben wir irgendwas zum Abdichten? Schau mal erstmal, Treppe... Die ist wohl nicht mehr zu gebrauchen. Da geht's zum Maschinenraum. Jetzt haben wir aber alles hier angeklickt, ne? Pfütze. Solange die Pfütze nicht größer wird, brauche ich mir keine allzu großen Sorgen zu machen. Von den Sorgen über ein umgekipptes und sinkendes Schiff mal abgesehen. Das haben wir alles soweit. Ja gut, die Leiter, das war ja das, was wir hier oben auch hatten. Wenn da aber schon Wasser ist, dann müssen wir normalerweise irgendwas mit dem Wasser benutzen, oder? Das geht nicht. Achso, das war die Verkleidung. Tasche vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, die will die sich nicht unbedingt nass machen. Da ist zum Glück noch nicht genug Wasser drin, um es mit den Bongos abschöpfen zu können. Den abzudichten wird wohl kaum klappen. Nee, ich wollte eigentlich... Oh, krass, das funktioniert tatsächlich. Bongo mit Wasser, können wir das mit beiden machen? Ein Bongo voller Wasser sollte genug sein. Ah, schade. Na gut, tja. Was machen wir jetzt? Ach so, genau, das Dokument. Das könnten wir, also das sollten wir ihm ja geben, ne? So wie er das gesagt hatte. Besser gesagt, das sollte ich ja finden. Das kann man hier nicht nehmen, oder? Ja. Da... Haben Sie den Brief gefunden? Ja, habe ich. Okay, jetzt müssen Sie unbedingt einen Fluchtweg finden. Ein mit Wasser gefülltes Bongo. Aber was bringt uns das? Das ist jetzt die große Frage. Also wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir den Stahlträger hier wegmachen. Dann habe ich ja auch noch dieses Rohr hier im Kopf mit dem Öl, hatte sie, glaube ich, gesagt. Ich denke mal, das ist auch so ein Hinweis. Das Rohr sieht ganz schön mitgenommen aus. Oben ist ein großes Loch drin und weiter unten ist ein Verbindungsstück abgerissen. Im Rohr selbst kann man ganz unten noch etwas Öl schimmern sehen. Die Frage ist, kann man da eventuell... Ich werde das Bongo mal mit der offenen Seite nach oben unter das Rohr stellen. Funktioniert das schon so? Die sind beim Sturz wohl auseinandergebrochen. Ja, ja. Aber die Trommelfälle sind... Also ich vermute mal, dass man eventuell das rauskriegt. Ich werde mal etwas Wasser in das Rohr schütten.
So, das Öl habe ich. Fehlt nur noch eine Möglichkeit, es sinnvoll einzusetzen. Ja, das ist halt das, wo ich jetzt noch überhaupt nicht schlau draus werde. Oder für die Luke vielleicht, Moment. Aber sie wollte sie ja eigentlich nicht öffnen, ne? Ja, etwas Öl könnte dem eingerosteten Rad nicht schaden. Die ist jetzt eingeölt. Das ist ja toll. Ah, okay. Ich hoffe, hier geht's raus. Und zwar raus in die Freiheit, nicht raus aus dem Leben. Ich kann den Mann nicht einfach hier zurücklassen. Ja, aber wie soll ich ihm denn helfen mit dem, was ich habe? Metallstange. Kann ich nicht... Genau, schlag auf ihn ein. Nein. Wir bräuchten... Auf jeden Fall eine Hebelwirkung, weil das Ding ist ein Stahlträger. Das kriegt sie niemals alleine. Frage ist natürlich, eine Metallstange hält die... Also ist die wirklich so stabil? Ich meine, gut, das ist Metall, ne? Ist die so stabil, dass man das hier irgendwie... hochhebeln könnte? Die Büste? Wie stabil ist die? Nee, ich will die Büste haben. Kann man nicht? Das hätte ich jetzt gesagt, irgendwie da drunter stellen. Aber das Bongo, das geht mir doch kaputt, wenn ich das da drunter stelle, oder? Kann ich anscheinend auch nicht. Oder muss ich das irgendwie so kombinieren? Das ist jetzt in der Tat ziemlich blöd. Was haben wir denn noch? Wir haben rechts die Tür, die möchte sie nicht öffnen. Ach, Moment. Was ist denn... Ach, sie hat die Kette jetzt auch wieder losgelassen, ne? Kann man hiermit nochmal was machen? Im Moment steht der Hebel auf Stopp. Ich weiß. Volle Fahrt voraus. Tut sich nichts. Und der Hebel ist auch gleich wieder auf Stopp zurückgesprungen. Okay. Und zurück. Ah! Im Raum über mir scheint sich was bewegt zu haben. Kann ich das nochmal machen und schnell was kombinieren? Oder muss ich nach oben und muss das vorher kombinieren? Das ist jetzt die Frage. Moment. Im Moment steht der Hebel. Ja, ich weiß. Und zurück. Tut sich nichts. Und der Hebel ist auch gleich wieder auf Stopp zurückgesprungen. Volle Fahrt voraus. Nee, ich kann so nichts machen. Jetzt bleibt die unten, oder was? Aber ich kann die Stange nicht damit... Kann ich die Kette denn... Ah, ich kann die Kette direkt da... Der Stahlträger ist viel zu schwer, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel anheben könnte. Deswegen sollst du ja die Kette nehmen, Schlauberger. Okay, die Frage ist jetzt nur, das ist jetzt nicht abgeschlossen. Ich habe die Kette um den Stahlträger gewickelt, aber ich konnte sie nirgends festmachen. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Aber eine Metallstange, reicht das, um die festzumachen? Ich weiß es nicht. Hoffentlich hält das, aber mir fällt keine bessere Alternative ein. Naja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ist nur die Frage, ob das so geht, ne? Haben wir noch irgendwas, um das zu verschließen? Naja, keine Ahnung. Was haben wir denn gemacht? Volle Fahrt voraus, glaube ich, damit es runterging, oder? Im Moment steht der Hebel auf... Und zurück. Zurück. Okay. Kommen Sie, ich habe diesen verdammten Brief tatsächlich gefunden. Und jetzt sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Was? Wie? Ach ja. Wir werden ein paar Meter tauchen müssen. Schaffen Sie das? Ich muss wohl. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Das kalte Wasser wird mich schon für ein paar Minuten wach halten. Gut, dann los.
Das war knapp. Eindeutig zu knapp. Ja, ich... Alles okay bei Ihnen? Ja, nein, eigentlich nicht. Sie haben nicht zufällig etwas Zucker bei sich, oder? Zucker? Sie haben Sorgen. Diabetes. Genau genommen Unterzuckerung. Ich brauche dringend ein entsprechendes Medikament oder etwas Zucker, sonst... Sonst? Sonst werde ich gleich wieder ohnmächtig und in ein paar Stunden bin ich tot. Machen Sie Witze? Nein, so wie Sie aussehen, vermutlich nicht. Hallo? Er reagiert nicht mehr. Ohnmächtig ist er nicht, aber völlig apathisch. Jetzt stehe ich hier am Strand im Nirgendwo, keine Menschenseele weit und breit, und mein Begleiter braucht Zucker oder ein entsprechendes Medikament. Wo soll ich sowas denn jetzt herkriegen? Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ja, Nina, wo sollst du das jetzt herkriegen? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich würde mal spontan behaupten, dass wir die nach meinem kleinen Schluckauf in der nächsten Folge beantworten werden, weil quasi das Thema Shift hiermit erstmal abgeschlossen ist und ich hoffe, dass wir hier noch eine Menge zu erledigen haben in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.